liebe Leute, hier ist mal wieder, na wer wohl, die verrückte Tante Frieda. Heute ein bisschen müde und heute hier mit einer astronomischen Nebula, die heißt irgendwie die Rose oder die Rosette. Das kann man vielleicht jetzt nicht so gut sehen, aber sie ist wirklich wunderschön. Copyright solcher Konstellationen hat wie immer der Sternenhimmel selbst. Ich habe einen Wunsch bekommen, diese neue Brille mal vorzuzeigen. Die ist ein bisschen härter und ein bisschen nerdiger als die andere. Und mein Schädel platzt gleich vor lauter Gedanken, die ich nicht ordnen kann. Aber mein bester Kumpel sagt immer, man gewinnt die Herzen der Leute mit Authentizität und Verwundbarkeit. Also, ja, Leute, ich bin verwundbar. Ich weiß nicht ganz, wie es weitergeht. Ich versuche hier gerade gleichzeitig zu plappern und zu zeichnen. Weil ich nach Ostern nämlich eine Ausstellung mit einem Ausmalbuch mit einer Geschichte für die ganze Familie präsentieren möchte. Und da brauche ich jetzt mal eure Ideen. Was macht ihr, wenn es nicht mehr weitergeht? Erzählt es mir in der Kommentarsektion. Tschüss!